Naja, Brüche erweitern, das hört sich immer so gefährlich an, ist auch nicht schwer oder schlimm. Schau dich mal dieses an. Nehmen wir mal, wir bleiben wieder bei unserer Pizza und wir haben uns eine riesige Pizza bestellt. Riesig, viel zu groß. Und wir rufen einen Kumpel an und sagen, du, hast du Lust auf Pizza? Oh ja, gerne. Wenn ich nichts bezahlen muss, na klar. Pass mal auf, ich nehme ein Messer, ich schneide mal durch. Bis du kommst, habe ich schon mal geschnitten. Ich lasse die Pizza so liegen, das heißt, wenn ich hier einen Schnitt mache und die beiden Hälften da liegen, bleibt es eine Pizza. Es hat sich die Menge nicht geändert. Ne? So, das heißt, ich kann sagen, ich habe eben durch das einfache Schneiden aus 1, einer ganzen, 2 Hälften gemacht. 2 halbe. Das hat man in dem vorhergehenden Video geklärt. Jetzt kommt der Kumpel und sagt, da bist du verrückt, das schaffen wir doch nie. Komm, wir laden noch 2 ein. Und wir machen hier nochmal einen Schnitt durch, lassen aber die Pizzen so liegen, die Pizzateile, und sagen, nee, 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 wir warten, bis die anderen kommen. Dann kann man sagen, ich mache mal ein Semikolon. Semi, also nicht ein ganzes Kolon. Ein Kolon wäre sowas. Also ein Doppelpunkt. Ein Semikolon, damit trennt man besser in Mathematik. Und ich sage, okay, ich hatte eben noch 2 halbe. Und ich mache daraus, ja, 1, 2, 3, 4, 4 Stück. Und in 4 gleiche Teile geteilt, 4 Viertel. Jetzt kommen die anderen beiden und sagen, ihr seid doch bescheuert. Also so viel. Das schaffen wir immer noch nicht. Los, wir laden noch welche ein. So, und jetzt zählen wir mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und bis die kommen, liegen da aus 4 Vierteln gemacht. Oh, naja, das kommt davon. Aus 4 Vierteln gemacht habe ich 8 Achtel. Und das kann ich immer so weitermachen und. Na, zum Schluss ist das bloß noch ein einziger Brei mit so einem Messer. So haarfein kann man ja nicht teilen. Das geht immer so weiter. Was wäre denn, wenn ich zum Beispiel sage, na, da. Ist denn das die Possibility? So, was wäre denn das? Ich mache jetzt mal nur ein ganz kleines Beispiel. Ich habe eine Pizza und ein Kumpel war schon da und der hat das schon mal weggegessen hier. So, und der ist wieder gegangen, der musste los zum Fußballtraining, was weiß ich. Jetzt liegen ja offensichtlich, ne, wenn ich mir das vorstelle, waren das ja 1, 2, 3, also 3 Viertel. Hier habe ich ein Viertel, hier habe ich ein Viertel. Und hier habe ich ein Viertel. So. Wenn ich jetzt immer noch sage, ich lade Kumpels ein und nehme wieder mein Messer und schneide hier durch, ja, das können wir uns nochmal im oberen Beispiel angucken, dann habe ich daraus irgendwann 8 Achtel gemacht. Ne? Und hier sind es ja nur 3 Viertel. Wie sieht das mathematisch aus? Also 3 Viertel lagen da und jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Achtel. Da der Bruch von den Zahlen her, die oben und unten stehen, immer größer geworden ist, sagt man dazu, man erweitert etwas. Man erweitert einen Bruch. Wie das mathematisch geht, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte aus 3 Viertel irgendwie Achtel machen, dann hat es sich herausgestellt, dass es gut ist, wenn man es so schreibt. Man schreibt einfach, auf 8 muss ich kommen, hier mal 2. Und damit man die Gesamtmenge nicht verändert, ne, das muss ja immer noch dieses Teilchen hier so bleiben, sagt man, okay, damit ich die Gesamtmenge nicht verändere, nehme ich unten und oben mal 2. Man sagt dazu erweitern. Ich erweitere mit 2. Jetzt wird gerechnet, jetzt sage ich 4 mal 2 ist 8, okay, das ist richtig. Und 3 mal 2 ist 6. Aus 3 Viertel habe ich rechnerisch jetzt nur 6 Achtel gemacht. Ich zeige mal noch ein anderes Beispiel und dann können wir noch mal üben. Nehmen wir mal an, ich habe 6 Siebtel und ich möchte daraus 56stel machen. Tja, womit muss ich mal nehmen, unten und oben, damit ich die Menge beibehalte, die Gesamtmenge, aber trotzdem einen, sagen wir mal, erweiterten, einen größeren Bruch habe. Naja, 7 mal 8 ist 56 und dann muss ich das hier oben auch machen. Bruchstrich verlängern. Und jetzt kann ich schon rechnen und kann sagen, 7 mal 8, jawohl, 56, 6 mal 8, 48. Wunderbar. So könnte es gehen. So geht's auch. Wenn ich. Ach, wisst ihr was? Eigentlich ist es ja nichts anderes. Ich zeige noch ein Beispiel und das geht relativ fix. Nehmen wir mal an. 5 Siebtel habe ich da liegen und ich möchte daraus, ja, ich möchte auch 56stel machen. Ja, was passiert dann? Hier mal 8 hinschreiben. Einfach hinschreiben, das ist nicht verboten, im Gegenteil. Ist sogar besser, als wenn ich es hier oben auf dem Gleicherzeichen draufschreibe. Dann habe ich 40 56stel. So,
Ja, damit das Video nicht zu lang wird, mache ich die Übung so, dass ich die als neues Video anhänge, sonst. Und dann sind hier wieder Links, Leute. Denkt immer daran, hier oben hier erscheinen Links. Und jetzt quatsche ich die ganze Zeit bloß noch, damit ich hier die Links ausreichend lange zeigen kann. So, ich mache das Video an der Stelle erstmal zu und wir sehen uns dann im nächsten Übungsvideo wieder.